Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Sing Gang City. So, und ich habe mir überlegt, dass wir diese Folge mal eine Nebenmission nochmal machen. Nämlich... Moment. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich habe Angst, dass mich jemand verfolgt. Und zwar seit ich im westlichen Teil des Bezirks Advent unterwegs war und an der Kreuzung Puberty Road und Oak Street eine Vision hatte. Ich sah Spiegel mit Reflexionen und jemanden, der darin gefangen war. Sein panischer Gesichtsausdruck, als er vergebens versuchte, sich zu befreien, wühlte mich auf. Seitdem verfolgt mich, immer mit gewissem Abstand, ein sehr großer, dünner Mann. Beunruhigend ist, dass ich ihn im Spiegeln sehe, aber nie von Angesicht zu Angesicht. Wenn ich mich an die Polizei wende, macht man sich auf der Wache bestimmt über mich lustig. Ich sollte mir einen Revolver zulegen und üben. So, das wird jetzt eine längere Bootsfahrt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich von hier aus da durchkomme, weil ich zeig's euch, was ich meine. Ich muss jetzt hier quasi komplett durchfahren. Die Sache ist aber hier. Ich weiß nicht, ob das eine Brücke ist oder was anderes. Werde ich aber gleich sehen. So. Ja, das ist eine Brücke. Wow! Was war denn das? Was war denn das gerade? Einfach geradeaus und so ein bisschen nach links. Ist euch mal aufgefallen, wenn ich mich Gegenstände auf eine gewisse Art nähere, die einen reagieren richtig heftig, die anderen reagieren gar nicht. Was zum... Da ist schon wieder sowas. Hui! Und das Fass da, es reagiert jetzt erst, wenn ich es anstupse. Die Kollisionsabfrage ist echt gut. Dem fehlt sogar der ganze Arsch, habt ihr das gerade gesehen? Da ist einfach nichts. Da fehlt einfach so ein ganzes Quadrat. Alter. Mal sehen, ob ich hier irgendwo einen Übergang sehe. Oh, das ist ein infiziertes Gebiet. Oder? Es wird mal nichts angezeigt. Ja, und tschüss.
Ich will jetzt einfach nur ein bisschen Erfahrung sammeln. Die sind ins Wasser gefallen. Haha. Oh, das ist wieder was Großes. So. Das da sieht aus, als ob ich da an Land gehen könnte. Ja. Drecksack. Alter, machen die Dinger da Schaden, ey. Traut man sich ja fast nichts zu machen. Wow. Oh, da ist irgendwas Großes. Der Mann im Spiegel, er ist weg. Seit diese fürchterliche Flut kam, sah ich ihn im Spiegel. Den Mann, der mir mein Spiegelbild raubte. Er trug meine Haut wie einen Anzug und doch war nichts Menschliches an ihm. Er wusste, dass ich auf der anderen Seite stand und sah mich direkt an. Jeden Spiegel verdeckte ich in meinem Heim, doch vergebens. Denn nach wie vor sah ich ihn in jedem Fenster, in jeder Pfütze und selbst in den Augen anderer Menschen. Die Nachbarn begannen mich schief anzusehen, an Schlaf war nicht mehr zu denken, da ich sein Gesicht in Albträumen sah. Und wenn ich dann aufwachte, vernahm ich Geflüster aus den Spiegeln. Doch nun ist er fort. Als ich die Abdeckung von einem der Spiegel nahm, um ihn zu zertrümmern, sah ich, dass sich darin nichts mehr spiegelte. Nichtsdestotrotz fühlte es sich so an, als wäre ich nicht allein. Letzter Schuss. Get out, leave now.
Ja, Mann. Nicht mal die Granate kann ich aufheben. Tja, dann habe ich diesen seltsamen Fall also auch abgeschlossen. Aber ja, ganz ehrlich, Leute, ich fühle mich da jetzt nicht wirklich gut, als ob ich irgendwas Großartiges geleistet hätte. Ich werde jetzt aber wieder an Land gehen und den nächsten Schnellreisepunkt suchen. Da hinten geht's wieder an Land. Ach, diese Ladezeit, ja. Bei Kauhil, wie entsetzlich. Was, haben Sie ein Problem? Haben Sie ein Problem? Irgendwo da hinten wird bestimmt ein Schnellreisepunkt sein. Ja, da ist einer. Feel the gentle touch of tentacles. Ernsthaft? So. Da, zum Augment Chronicle wollte ich mal. Ich wollte da ja gucken, ob ich Aufzeichnungen finde von Throckmortons Mutter oder seinem Vater. Ach nein, das ist die Polizeiware, dann ist das hinter mir. Genau. Da. Und vielleicht kann ich ja nochmal ein Interview mit der führen. Was habe ich jetzt gekriegt? Ist gar nichts angezeigt worden, oder? Erregen die Straße kehren, ja. Macht ihr beiden ruhig weiter. Extrablatt, Extrablatt. Die wichtigsten Nachrichten des Tages. Machen Sie das nicht nochmal!
Ach ja, da wo die ganzen Zeitungen vorne dran sind. Passen Sie auf sich auf. Ach schade, ich habe gehofft, ich könnte vielleicht noch mal ein Interview führen. So. Okay, schade. Da ist jetzt nichts, was ich irgendwie... Be ready. Was ich da jetzt erwartet hätte. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir irgendwie an einen Artikel rankommen. Aber gut, Leute, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Wie gesagt, ich werde mit der Hauptquest oder den offiziellen Nebenmissionen weitermachen. Und zwischendrin werde ich also immer ein paar Folgen Hauptmissionen und die großen Nebenmissionen und dann... kümmere ich mich immer mal ein, zwei Folgen um die Briefe aus Augmund. Das war's mit der Folge. Morgen geht's mit der Hauptstory wieder weiter. Macht es gut. Vielen Dank fürs Einschalten und bis dann.